Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, dem Let's Play, in dem ich seit dem letzten Samstag hier oben auf dem Skiffy stehe. Ja, ich meine, da unten ist ja einiges los, da kann ich auch nicht hin, oder? Naja, es stimmt so nicht ganz. Eigentlich bin ich ja schon seit letzten Samstag im Urlaub. Naja, ihr seht da jetzt nicht viel von, weil ich muss natürlich vor meinem Urlaub... Was? Ach komm, Leute, ich will hier gerade was erzählen. Oh, warte, ich geh nochmal da eben nach oben. Sag mal, was ist denn da los? Monsterparty? Ich habe ein bisschen an den Einstellungen gearbeitet, deshalb muss ich eben hier oben ein bisschen stehen bleiben, aber das ist doch kein Grund, dass ihr jetzt da unten Party macht. Nein. Jetzt ist die Frage, bleibe ich einfach bis morgen früh hier oben? Nicht die beste Wahl, oder? Oh, da hinten war doch gerade auch noch ein Zombie. Ist er jetzt schon im Nether? Aber wo Nether? Da müsste doch ein fahrender Händler drin sein. Vielleicht soll ich mal gucken, wie es ihm geht. Ob der da die neue Kunden gefunden hat? Ich wage es ernsthaft zu bezweifeln. Aber wir können ja mal schauen. Was war das? Das Kekse, das war nur dein Schatten. Bist du dir sicher? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Da unten soll... Da bewegen sich doch einige. Ach komm, warte mal eben. Wir haben ja ein Bett dabei, genau. Lass uns doch eben hier oben ein Bett aufbauen. Nicht wirklich. Okay, komm, wir stellen uns der Gefahr. Wie sieht die Rüstung aus? Oh, ich meine, hey, eigentlich relativ passabel. Ich muss ganz sagen, da sind wir ja schon mal mit anderen Sachen durch die Gegend gerannt. Da kannst du vielleicht ein bisschen langsamer nach vorne gehen. Langsamer. Ich weiß ja gar nicht, was da unten los ist. Oh, ich höre einen von den kleinen Fieslingen. Da, ich höre ihn nicht nur gesehen. Wieso laufe ich so langsam? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, pass auf. So, ich krieg dich. Ja, ich hab dich gleich erledigt. So, Gott sei Dank. Konzentrier dich, Kekser, das ist nicht so schwer. Das kannst du. Siehst du, die Zombie-Zwillinge sind auch schon erledigt. Ach nee, das sind Drillinge. Ja, der dritte war ein bisschen langsamer. Kenne ich irgendwoher. Nein, das soll keine Anspielung sein. Ich habe ja auch keine Drillinge, ne? Nur manchmal gefühlt, als ob. Da war doch auch irgendwo ein Creeper, oder? Hey, Mr. Creeper. Hey, Toranagapeng. Lässt du bitte das Bauernhaus hier in Ruhe? Ja, der ist aber hell irgendwie. Im Mondschein angeleuchtet oder so. Oh, dann heißt der Mond geht schon langsam wieder unter, oder? Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja gut so. Wir wollen ja hier schließlich... rede deutlich. Man versteht dich ja überhaupt nicht, Kekser. Wir wollen ja schließlich noch was schaffen. Und da, guck mal, da hinten ist noch einer von der Halsschmerzen-Fraktion. Den müssen wir jetzt auch noch eben von deinen Schmerzen erlösen, wollte ich sagen. Was denn? Wirft das schon wieder hier einer mit Pfeilen? Ich hab's genau gehört. Wo ist er? Oh, der kommt aus dieser Richtung. Hier, guck dir mal mein Schild an. Daneben. Okay, das hast du getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Chris, ein Trostpreis. Komm her. Oh, weg damit. Ja, so kann man auch XP sammeln, oder? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt Sinn und Zweck der Sache ist. Aber ist egal. Jetzt waren wir gerade dabei. Komm, wir wollen uns ja nicht vor jeder Gefahr hier drücken, oder? Oh. Wenn dann mal zwei Creeper auf einmal da sind, dann vielleicht. Guck, das hätte daneben gehen können, Kekser. Mach nicht so Faxen. Da sind noch mehr Creeper. Und noch ein Skelett. Das war nicht schlimm. Oh, pass auf. Das war einer hinter mir. Das ist ja hinterlistig. Wer macht denn sowas? Einfach von hinten anschleichen und sich... Oh, nein. Pass auf. Ich hab da eine Idee. Wir benutzen noch mal eben den Skiffy. So. Oh, reicht das? Ich weiß noch nicht, ob das... du hast doch Pfeile dabei, Kekser. Die könntest du ja benutzen. Guck mal, die funktionieren noch. Ja, die sind aber nicht so abgenutzt, wie sie aussehen. Kekser, das war eher mit deinem Gesicht zu tun, oder? So, ich erlöse euch. Gott sei Dank. Da hinten, das müssen wir jetzt sofort wieder reparieren. Oh, aua! Habt ihr die gesehen, wie viele Punkte da vorbeikamen? Da ist ja noch einer. Ey, du bist mit spät dran, Junge. Die Sonne ist schon aufgegangen. Hast gar nicht gemerkt, ne? Oh, jetzt hat er das gemerkt. Okay, zack. Das nehmen wir mit. So. Oh, ein Setzling. Jo, komm, der bloß her. Der Baum selber stand hier aber keiner, ne? Ist irgendwie vom Laub abgefallen. Ist nicht schlimm. So, das machen wir direkt eben hier wieder. Hier ist nie was gewesen. Nie nicht. Ganz bestimmt nicht. Als wenn hier irgendwas gewesen sein könnte. Woher sollte denn das kommen, wenn hier was gewesen wäre? Nein. So. Was? Oh, nee, nicht bitte. Wo ist er? Hinter? Da ist er.
Ducken, ducken, ducken. Oh, jetzt. Ich hab Sonnenbrand. Ja, ich komm davon. Ich bin gerade erst in Spanien angekommen, schon Sonnenbrand, ne? Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Mensch, Leute. Muss ein bisschen aufpassen hier. So viele Blumen hier stehen und gar keine Willis mehr, ne? Hm. Hallo? Ist der auch von Milchweiß? Wieso kommt der? Ein Laubwecker und direkt schon wieder Stücke. Naja, komm, soll egal sein. Wir wollen uns ja auch gar nicht ablenken, oder? Bald ein bisschen Ablenkung. Nein, 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 nein. Wir haben noch was zu tun. To-dos, wollte ich sagen. Pass auf, den Skeffi kann ich erstmal wieder hier abbauen. Den sammeln wir alles ein. Alles, habe ich gesagt. Alles. Hab ich alle? So wird das nichts mit dem alles einsammeln. Mann, das geht doch nicht so. Was könnt ihr doch nicht so machen? Mann, einfach auf dem Baum rumhängen. So, was mache ich eigentlich mit dir? Das überlegen wir uns später mal. Wir wollten eine Front bauen. Genau, so war das. Wie viel Trockenbeton habe ich noch? Weißer Beton, weißer Beton. Warte mal, ich muss mal eben ein paar Skeffis auf Seite legen. Die zum Beispiel. Glas brauche ich auch noch. Wie viel Glas haben wir noch? So, das packen wir mal so lange dahin. Die Pfingstrose brauche ich nur wirklich nicht, oder? Habe ich irgendwo Platz für eine Pfingstrose? Kekser, mach das nicht so kompliziert. Die passt da vollkommen gut hin. Guck mal, wie sie sich hier macht, ne? Super Platz für eine Pfingstrose. Ja, siehste. Haben wir noch irgendwas in der Brutzelei? Nein, haben wir nicht. So, wir wollen... Ah, verrottetes Fleisch. Kann man das eigentlich kochen? Nee, ne? Das will auch keiner kochen. Pass auf. Wir legen mal eben ein paar Dinge außer Hand, die wir jetzt nicht hier so brauchen. Wir wollen aber jetzt noch weißen Beton haben und noch mehr weißen Beton. Und ich brauche auf jeden Fall auch ein bisschen Wasser. Willst du schon wieder hoch hinaus, Kekse? Das hatten wir doch schon alles. Ja, komm. Wir brauchen aber noch ein bisschen weißen Beton. Was ist das? Ja. Wir wollen jetzt wieder mal eben hoch hinaus. Da guckst du Lama, ne? Ja. Hast du so noch nicht gesehen, oder? Doch, das Lama hat das bestimmt schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht, ob ich das gesehen habe, dass das Lama das gesehen hat. Ist auch jetzt gar nicht so schlimm. Ist gar nicht wichtig jetzt. Wir wollen... ich will nicht so hoch hinaus. Gut, dass ich in Wirklichkeit jetzt am Strand liege. Der ist schön flach und geht langsam ins Meer hinein. Das war die falsche Taste, Kekser. Hast du das gemerkt, oder? Ja, ein bisschen habe ich was davon gemerkt. Ist ja nicht so, als wenn ich gar nichts mehr spüre. Ja, zwischendurch kriege ich was mit. Wenn mal so ein ganz, ganz kurzer, heller Moment da ist, dann funktioniert das noch. Ja. Oh, guck mal. Wir haben einen langen Schatten. Auf den Guck dir das mal an. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen langen Schatten habe, den ja Sonnenuhr benutzen kann. Man sieht ja richtig, wie die Zeit vergeht. Guckt euch das an. Die Mitte der Folge schon fast wieder um oder so. Da muss aber was tun hier. Wenn so schnell die Zeit hier rennt. Ich bin dafür, dass die Tage im Minecraft mal ein bisschen länger werden. Und die Nächte können ja ruhig ein bisschen kürzer sein, oder? Kann man das eigentlich einstellen? Ich meine, gibt es da irgendwie Tool für? Ein Add-on? Muss man da irgendwo was einmal kurz runterlaufen lassen, ne? Oh, wie ist das Wetter heute? Heiter bis wolkig. Guck, was denn? Hast du noch nicht den ganzen Schrank hier geladen oder was? Oder hinten könnte noch ein bisschen craften. Wir müssten auch mal eben nach hinten zu unseren Hunden. Ich glaube, Loki Kito hat noch überhaupt kein Namensschild. Der arme Hund weiß ja noch gar nicht, wie er Wirklichkeit heißt. Da könnten wir auch vielleicht noch mal ein bisschen Leder farmen. Oder macht das der Offline-Kekser? Das geht nicht. Der Offline-Kekser ist in Urlaub. Also müssen wir das machen. Aber die Frage ist, wann? Also nicht in dieser Folge. In dieser Folge wollen wir ja noch ein bisschen was in dein Gewächshaus weiterbauen. Ich habe da so eine Idee für die Front. Ich weiß noch nicht, ob das aussehen wird, aber das wissen wir ja meistens nicht, ne? Deshalb probieren wir das einfach aus. Probieren geht über Studieren. Kekse, du hast studiert. Ja, aber das weiß auch heute keiner mehr. Hätte ich mal was Vernünftiges gelernt. Ja, das ist ein anderes Thema. Wobei, eigentlich habe ich ja was Vernünftiges gelernt, oder? Kommt ganz im Auge des Betrachters an. Lassen wir das. So, wir sind gleich unten, oder? Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Oh, ich sehe gerade, der Eingang ist ja gar nicht mittig. Ich hatte nämlich eine Idee für so ein etwas größeres Art von Scheunentor oder so. Wobei, ist ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus braucht kein Scheunentor, oder? Aber die Idee sollte das ziemlich mittig sein. Jetzt ist die Frage, ob ich das dahin setze. Dann ist es halt nicht mittig.
Es muss ja auch nicht alles mittig und symmetrisch sein, aber so ein paar Sachen hätte ich ganz gerne. Das schauen wir uns gleich an. Das müssen wir mal eben überlegen, ob das Sinn macht. Ich brauche dafür auf jeden Fall Eichenholz. Habe ich Eichenholz dabei? Muss ich Eichenholz erst wieder holen? Was hast du, Eichenholz? Oh, was machst du denn da? Ach, das sah gerade aus, als wenn du auf den Zaun stehen würdest. Das wäre aber mein Kunststück. Ein Lama auf den Zaunpfahl. Das wäre aber keine artgerechte Haltung, Kicks, oder? So, pass auf, da ist schon mal kein Holz. Wir lernen das ja immer noch da. Wir haben Fichte. Fichte war das, genau. Fichte brauchte ich. Davon habe ich auch Bretter. Nehmen wir mal eben was mit und nehmen wir das auch mit und können wir das mal eben dazwischen parken. Ja, Kekse haben wir auch ganz viele. So, wie viel weißen Beton haben wir eigentlich? Einiges. Den farbigen Beton lege ich mal kurz auf Seite. Den brauche ich jetzt gerade nicht. So viel Übersicht hier. Nee, Quatsch. Ich verliere die Übersicht. So rum. Das ist es. Habe ich hier noch ein bisschen Platz für ein bisschen Erde? Da ist noch was. So, wieso habe ich den da? Ach so, das habe ich dann irgendjemand mal von irgendjemand mal geschenkt bekommen. Ich meine, die hatte ich ja vor kurzem Geburtstag, ne? Ist doch gar nicht so lange her. Doch, schon wieder über einen Monat her, Mann. Kann gar nicht sein, oder? Pass auf. Die Erde brauchst du. Ach Quatsch, das Wasser brauchst du gerade nicht. Was schnabulieren wäre vielleicht eine gute Idee. Jam, 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 jam. So, lassen wir den Eingangsbereich hier oder versetzen wir ihn so mittig? Wir müssen mal eben gucken. Ich meine, hier wären wir direkt an der Kiste. Aber wir wollen ja hier noch ein paar Regale hinsetzen. Ich glaube, ich hätte das doch ganz gerne mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann sollten das hier ein paar mehr sein. Pass mal auf, dann zählen wir das mal kurz ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das heißt, ab da müssen wir jetzt neu aufteilen. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, da können eigentlich 5 bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste hier quasi die neue Mitte entstehen. Oh, was denn? Die neue Mitte? Sind wir jetzt nach Oberhausen gezogen oder was? Nein, 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 nein. Warte mal, das Tor sollte ja auch dann. Warte mal eben, das wird dann 2 breit und links und rechts noch 3 dran. Ich glaube, das kann hier alles weg. Das kann weg. Und dann probieren wir mal eben was aus. Ich wollte gerade sagen, ich brauche doch noch ein bisschen mehr davon. Wo läufst du hin, Kekse? Das weiß man nicht so genau. Das ist ein Rätsel. Das wird eine Überraschung. Ja, für mich auch, ne? Ja, klar, weil mein krankes Hirn weiß auch noch nicht, wo es hingeht. So, jetzt, warte mal, jetzt warte ich. Jetzt müssen hier 10 sein. Habe ich das schon gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, super. Kraftzahl freut sich. Dann sind es hier 8, dann kommen da 2 dran, dann sind das auch 10, ne? Kontrollier nochmal bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ja eine Überraschung. Pass auf, und jetzt hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollten aber mehr werden. Pass auf, da muss da einer weg. Und da einer weg. So, und dann. Du bist im Weg. Das muss weg. Können wir mal eben kurz hier den Fundamentstreifen dahin setzen. Der Baum ist aber dann. Was machst denn du hier? Das kann ja wohl nicht sein. Es wird jetzt mal Zeit, dass du jetzt hier wegkommst. Du bist jetzt mal eben verpflanzt. So, dann können wir eigentlich von hier aus da in die Mitte rein. Das ist eine Idee. Haben wir schon Bauelemente dabei? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hatte hier einiges an Zäune, aber Türen? Haben wir nicht. Machen wir uns. Warte mal. Druckplatten habe ich aber da schon. Da, guck mal. So, dann hätte ich gerne 2 Türen. Ja, ich weiß, da kommen immer 3 raus, ne? Das war früher besser. Ich meine, Ressourcen schonen aber das nicht früher, aber man wusste wenigstens, wie viele Türen man bekommt. So, dann ist die Frage, ob ich die Türen von außen davor setze. 3. Das war jetzt nicht gut. So. So hätte ich die gerne. Das ist eine sehr gute Idee. Sieht doch gut aus, oder? Kann man so lassen. Finde ich gut. Wir haben heute kräftig was geschafft. Oder auch nicht.
Es wird schon wieder dunkel. Das meinst du nicht ernst? Kekse, hau rein! Mensch, 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 so geht das doch nicht. Lass uns wenigstens diese Fichtendinger hier fertig kriegen. Das reicht nicht. 20 Stück ist definitiv zu wenig. Die Tür ist noch im Weg. Lass uns da noch ein paar von ihnen kriegen. 26? Ich rechne mal eben. Da müssen auf jeden Fall 6, also 12. Das reicht überhaupt gar nicht. Das ist ja... tut das jetzt noch, dass es jetzt dunkel wird? Warte mal, ich möchte mal eben was ausprobieren. Und dafür brauche ich Licht. Und vielleicht mal eben kurz Ruhe. Runterkommen. Chillen. So. Oh, den Setting nehmen wir noch mit. Jetzt ist die Frage aller Fragen, ob ich die hier hinsetze. Das hat ja super funktioniert. Das sollte ja ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. So, jetzt... Oh, oh, ich komme nicht drauf. Ich, so gerade eben noch. Das Problem ist, hier kann ich gleich nicht mit Skiffis arbeiten, weil das wird ja einfach dann... Nein, das ist doof. Da müssen die hin. Konzentrier dich. Guck, was du tust. Ja, das könnte funktionieren. Die Sonne lenkt mich ab. Das ganze Sonnenlicht, das ich komme nicht... Ich möchte mal eben dran zielen. Vielleicht solltest du doch mit der Erde arbeiten. So, und das Ganze kommt nach oben ein bisschen dran. Und dann kommen natürlich wieder Säulen da dran und da kommen noch Glas da rein. Aber wir hätten hier auf jeden Fall schon mal ein relativ großes Tor. Die sollten eigentlich nicht dahin, aber ganz ehrlich. So schlecht sieht das gar nicht aus. Ich glaube, das kann ich da auch lassen. Coole Idee. Wie viel habe ich noch? 8. Das reicht für eine Reihe. Da sollen aber eigentlich 3 Reihen drüber. Das heißt, ich brauche nochmal 16 dabei. Hast du einen Rechner denn gelernt? Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Cool, das ist Inkris. So, 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 das. Ach, guck mal. Als wenn ich es geahnt hätte. Okay, die werden wir jetzt aber in der nächsten Folge benutzen. Vorher mache ich nochmal eben kurz eine kleine Foto. Was machst denn du da, Kekser? So nicht, du wolltest hoch hinaus. Oh ne, jetzt ist der Baum schon dazwischen. Das ist nicht wahr. So, ich wollte noch eine kleine Fotografie davon machen. Naja, was haben wir geschafft? Was haben wir geschafft? Nichts haben wir geschafft. Oh, Mann, 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 Mann. Hau rein. Für die nächste Folge muss ein bisschen mehr reinkommen. Okay, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße und wieder rein. Und Schüps mit Ups. Bis dann.